herzliches Willkommen bei eurer Nadelfee Jasmin. Ich möchte mit euch heute wieder stricken und habe mir dieses Lochmuster ausgesucht. Das ist ein Ajourmuster und ich habe es verwendet für Yogasocken. Habe ich hier schon mal ein kleines Modell, also das wären oder sind ein paar für Kinder, so Schuhgröße 34. Das Merkmal an diesen Yogasocken ist eben, dass hier der Hacken frei ist und die Spitze. Ja, so ein bisschen bequem. So sieht es da aus. Ich will euch heute aber erst einmal die Grundlagen dafür geben. Das heißt also euch erklären, wie man dieses Muster strickt. Ich habe dafür wieder einen Baumwollgarn gewählt, denn gerade für Yogasocken finde ich, ist das ideal. Man kann sie auch gut wieder waschen und von der Nadelstärke her auch finde ich sehr gut geeignet, denn es wird jetzt hier auch sehr plastisch. Ich habe hier ein Baumwollgarn gewählt von Katja, nennt sich Katja Bambo und ist vorgegeben mit einer Nadelstärke 3,5 bis 4 und ich habe die Nadelstärke 3,5 auch genommen und das Ergebnis sieht hier so aus. Vielleicht ganz kurz einmal noch zu einem anderen Modell. Da kann man also hier auch gut das Muster erkennen. Ich habe das hier mal aufgezogen und das ist auch ein Baumwollgarn. Also wie gesagt, eignet sich wunderbar. Geht aber auch sehr gut mit einem Baby Merino Garn. Das ist so ähnlich fein gearbeitet und ja, lässt sich da super verarbeiten. Also auch hier sind das ein paar Yogasocken geworden. Und da habe ich allerdings, weil das ein feineres Garn ist, kann ich hier noch mal kurz am Knäuel zeigen, dann eine Nadelstärke von 2,5 nur gewählt. Das Besondere hier bei diesem orangefarbenen Garn ist, dass es eine Mischung ist zwischen Acryl und Baumwollgarn und es ist, hier kann man das auch ganz gut erkennen, wenn man das auseinander nimmt. Es hat also 6 Fäden, ist aus 6 Fäden gesponnen und trotzdem sehr fein, dünn, ist auch ein bisschen glatt, fast wie merceriert und super leicht und wirklich toll zu verarbeiten. So, ich will aber gleich zum Muster kommen. Und zwar habe ich hier eine Maschenprobe gemacht. Ist ja wie immer meine Empfehlung an euch, wenn ihr euch entschieden habt, ein Muster zu nehmen und auch ein bestimmtes Garn für euer Strickobjekt, immer eine Maschenprobe machen. Denn danach kann man das gut auszählen, wie viel Maschen man braucht für eine bestimmte Größe. Hier sieht man, ist dieses Muster, wiederholt sich hier in 3 Folgen und ist insgesamt, ich glaube, 10 Maschen hoch. Ich habe am Ende des Videos oder blende euch am Ende des Videos ein Diagramm ein, also eine schriftliche Anleitung dazu mit einer kleinen Erläuterung darunter, wenn ihr das also verwenden wollt, wie bei der orangefarbenen Yogasocke. Da habe ich einen Mustersatz nur von 3, also wie hier, gewählt, weil es von der Maschenanzahl her hinkam. Aber hier bei den Kindersocken habe ich sogar nur 2 verwendet, ja, also diese beiden hier. Und das müsstet ihr euch dann auszählen. Ich werde diese Yogasocken als nächstes Video euch zeigen und gehe dann nochmal ganz speziell auf die Maschenanzahl ein. Aber heute hier, wie versprochen, erst einmal nur das Muster. Und ich finde auch so wie hier kann man dieses Muster, wenn man das jetzt einfach mal nur diese einfachen Rhomben hier nimmt, auch sehr gut als Musterkante nehmen. Also sozusagen als Bündchen. Ich habe ja hier mit einfach nur Krausrippe angefangen, also rechten Maschen oder in jeder Reihe rechte Maschen gestrickt und einmal hochgearbeitet. Wenn man also hier die nächste Folge wieder mit diesem, ja, Musterrand oder wie eben hier dann mit
den rechten Maschen arbeitet, hätte man hier so wie eine kleine Borte, Bordüre und meiner Meinung nach eine tolle Idee für den Ärmelabsatz oder eben das Bündchen unten oder am Kragen oder einfach auch nur mal so zwischendurch. Also ich finde auch wieder, ist ein sehr schönes Muster und trotzdem es hier vielleicht ein bisschen kompliziert aussieht, es ist aber immer auch eine Wiederholung, ob es hier in der Maschenanzahl ist für das Muster oder auch in der Höhe. Also spätestens nach 2 Mustersätzen habt ihr meiner Meinung nach das Muster intus und ihr braucht da gar keine Vorlage mehr dafür. Ja, am Ende des Videos, wie gesagt, die schriftliche Anleitung, die ihr euch dann abschreiben könnt oder einfach abfotografieren, macht es euch vielleicht leichter, den Start hier für diese Arbeit zu finden. Ja, ich würde sagen, wir legen los und ich erkläre euch gleich mehr dazu. Um euch das Muster nun zeigen zu können, habe ich hier für diese 3 Runden 25 Maschen angeschlagen plus jeweils rechts und links 2 Randmaschen. Ich habe also eine Randmasche und eine linke Masche und das Muster selbst ist dann hier dazwischen. Also für diese 3 Runden 25 Maschen. Wir fangen an mit den 2 Randmaschen. Stricke ich erst einmal links. Jetzt beginnt das Muster, indem ich die ersten beiden Maschen rechts stricke. Dann stricke ich 2 Maschen zusammen. Und zwar zeige ich euch vielleicht nochmal, die werden rechts zusammengestrickt. Das heißt, wir stechen hier von hinten in die 2 Maschen ein, holen den Faden und heben dann beide von der Nadel ab. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und wir stricken jetzt 2 Maschen nach links zusammen. Das heißt, die erste Masche wird abgehoben und auch von der Nadel genommen. Wir stricken dann eine Masche rechts und heben die erste Masche über die zweite. Ja, einmal nach rechts und einmal nach links zusammenstricken. Dann kommen 3 rechte Maschen und wir haben die nächsten 2 Maschen, die wir dann auch wieder rechts oder nach rechts zusammenstricken. Das heißt also von hinten durch beide durch den Faden holen und abheben. Dann kommt ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und jetzt nach links zusammenstricken. Das heißt also die erste Masche abheben, die nächste rechts stricken und die erste über die Masche ziehen. Dann wieder 3 Maschen rechts und wieder 2 nach rechts zusammenstricken, also von hinten den Faden durchholen und dann erst oder dann beide Maschen von der Nadel nehmen. Dann kommt wieder ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und nach links die 2 Maschen zusammenstricken. Also erste abheben, zweite rechts und die erste über die zweite ziehen. Und wir machen 2 Maschen rechts. Das sind die letzten des Mustersatzes. Die Randmaschen beide links und die Rückreihe wird komplett in mit oder mit linken Maschen gestrickt. Das heißt, ich stricke jetzt hier erstmal die erste wieder links und das ist ja von der Vorderseite die linke Masche. Das heißt, die müssen wir rechts stricken. Aber alle anderen werden dann links gestrickt. Links. So, die zweite Reihe. Beginnen wir erst einmal wieder mit den Randmaschen und dann haben wir eine Masche rechts und stricken
diese beiden wieder zusammen. Das heißt, wir stricken sie rechts zusammen, also von hinten in die zweite und erste Faden holen und zusammenstricken. Jetzt machen wir nicht gleich den Umschlag dahinter, sondern stricken erst eine Masche rechts, dann den Umschlag und wieder eine Masche rechts und den Umschlag. Dann wieder die eine Masche rechts, das ist also die Masche über den Umschlag, und stricken die nächsten zwei wieder zusammen, nämlich links nach links zusammen. Das heißt, wir heben die erste Masche wieder ab und stricken die zweite und heben die erste Masche über die zweite Masche hinweg. Jetzt stricken wir eine Masche rechts und stricken dann wieder zwei zusammen. Das heißt, rechts zusammen, also die zweite ein bisschen anheben, also auflockern, und dann nach vorne durchziehen, den Faden holen und zusammenstricken und abheben. Dann kommt wieder eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Wir sind jetzt dabei, die Spitze zu arbeiten, das heißt also wieder nach links zusammenstricken, eine Masche abheben, rechts stricken und die erste über die zweite ziehen. Dann kommt eine Masche rechts und jetzt stricken wir rechts zusammen, das heißt wieder die zweite mit der ersten von hinten her zusammen stricken, wieder eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und wieder zwei links zusammen stricken, also nach zur linken Seite hin. Das heißt wieder die erste Masche abheben, eine Masche rechts und die erste über die zweite ziehen. Und die letzte Masche des Mustersatzes wird rechts gestrickt. Die Randmasche links und ich stricke hier immer alle rechts. So, die Arbeit wird gedreht und genau wie in der zweiten Runde stricken wir über alle wieder links. Man kann dieses Muster auch gut in Runden stricken. Da wäre das dann so, dass man die zweite Runde dann in rechten Maschen strickt. Das wäre zum Beispiel so bei den Yogasocken, die ja in Runden gestrickt werden. Das heißt also auf einem Nadelspiel, wo dann die zweite Runde über das Muster mit rechten Maschen gestrickt wird. So. Wieder erst einmal die Randmaschen. Und jetzt haben wir hier diese zwei Maschen vom ersten Muster, also von der ersten Rhombe. Wir stricken sie wieder nach rechts zusammen, das heißt also von hinten in die zweite Masche durch die erste und dann den Faden geholt und abgehoben. Jetzt haben wir hier zwei rechte Maschen und man erkennt schon hier, dass diese Umschläge immer hier vor bzw. nach der rechten Masche ist. Das heißt also hier auch wieder ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts und hier die Spitze gearbeitet. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt hier drei Maschen und diese drei stricken wir zusammen. Das heißt, die erste Masche heben wir ab, wird also nicht gestrickt, dann die nächsten zwei nach rechts zusammenstricken, die erste drüber ziehen und somit haben wir drei Maschen zusammengestrickt und haben dafür jetzt nur noch diese eine. Dann kommen wieder die zwei rechten Maschen, der Umschlag, die rechte Masche und der Umschlag, also hier immer vor und nach der rechten Masche, zwei Maschen rechts und wir haben hier wieder die Spitze,
Das heißt, eine abheben, zwei zusammenstricken, die drüber ziehen und wir haben die Spitze geschlossen. Dann wieder die zwei Maschen rechts, ein Umschlag, die Masche rechts, ein Umschlag und die zwei Maschen rechts und die zwei letzten Maschen vom Muster stricken wir wieder nach links zusammen. Das heißt, die erste abheben, die zweite stricken und drüber heben und die Randmaschen. So, wir schauen uns das schon mal an. Wir haben also hier in der Mitte diese rechte Masche, die sich nach oben zieht und davor und danach immer die Umschläge. Dann kommt hier die Spitze. Ja, wir haben also von hier an gestrickt, arbeitet sich einmal so hoch und haben dann hier wieder die rechte Masche mit den Luftmaschen davor, dann hier die Spitze gearbeitet und das gleiche dann hier noch einmal. Also wir haben dreimal diesen Mustersatz gestrickt und dabei 6 Reihen gestrickt. Also das gesamte Muster, also eine solche Rhombe, besteht aus 12 Reihen. Dabei sind dann 6 Reihen immer die Rückreihen. Die mache ich jetzt auch gleich erst einmal wieder, bis wir dann das Muster weiterarbeiten können. So, die nächste Reihe, die beginnt dann wie folgt. Erst die Randmaschen und wir müssen jetzt hier, einmal haben wir die Reihen so hoch, wir müssen also jetzt wie hier die Spitze arbeiten. Ich habe das für mich wie so einen kleinen Tannenbaum gesehen. Wir haben also hier den Stamm, davor immer die Umschläge und wir müssen jetzt von dem Tannenbäumchen die Spitze arbeiten. Dafür arbeiten wir erst einmal eine Masche rechts, machen einen Umschlag und stricken zwei nach links zusammen. Das heißt, wieder eine abheben, über die rechte, die gestrickt wurde, heben. Und wie ich schon sagte, diesen Stamm mit den Umschlägen davor und dahinter stricken wir rechts. Hier, das wird die Grundlage, sage ich mal, für das nächste Bäumchen. Und wir arbeiten diese zwei Maschen wieder so, dass wir sie nach rechts zusammenstricken. Und haben jetzt hier einen Umschlag, eine rechte Masche und einen Umschlag zu arbeiten. Es wiederholt sich jetzt, dass wir wieder zwei Maschen zusammenstricken müssen, aber nach links. Das heißt, wir heben wieder einmal ab, stricken rechts und heben die drüber. Und wieder drei Maschen rechts. Wir sehen also wieder hier in der Mitte, dass der neue Stamm wird für das Bäumchen und davor stricken wir rechts zusammen, das heißt von hinten in beide Maschen einstechen, Faden holen und dann abheben. Wieder ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei zusammenstricken, das heißt eine abheben, eine rechts stricken und drüber heben.
Die nächsten drei werden wieder rechts gestrickt und die zwei, beziehungsweise hier haben wir jetzt noch drei Randmaschen, davon stricken wir die ersten zwei wieder nach rechts zusammen, das heißt also beide auf einmal und den Faden durchziehen und eine Masche rechts und die Randmaschen. So, ich zeige das am besten noch einmal. Wir haben also hier das Muster, beginnt mit einer Masche rechts, den Umschlag, zwei zusammenstricken nach links, drei rechte Maschen, zwei zusammenstricken nach rechts und in die Mitte wird hier der Grundstein praktisch für das neue Bäumchen gelegt. Wir hatten ja hier angefangen. Das heißt, wir haben in der Mitte diesen Stamm und davor und danach jeweils den Umschlag. Dann wird wieder zusammengestrickt nach links, drei Maschen rechts, zusammengestrickt, ein Umschlag. Der Stamm in der Mitte als rechte Masche, dahinter den Umschlag, zwei nach links zusammenstricken, wieder drei rechte Maschen, zwei nach rechts zusammenstricken und die letzte als rechte Masche. Jetzt wieder die Rückreihe, über alle links stricken, beziehungsweise bei der Randmasche aufpassen, dass man die mit rechte Maschen strickt. Wir haben hier begonnen und sehen, dass sich das eine Bäumchen, bleiben wir mal bei dieser Erklärung, langsam nach oben hin jetzt die Spitze arbeitet. Jetzt als erstes die zwei Randmaschen und dann haben wir hier den Mustersatz, das sind diese Maschen. Das heißt, wir stricken eine Masche rechts. Das ist, oder könnte man auch so sehen, dieser Stamm. Danach gleich wieder den Umschlag, die Masche rechts, die nächste. Und dann wieder zwei nach links zusammenstricken. Das heißt, Masche abheben, eine Masche rechts und die Masche, die wir abgehoben haben, drüber ziehen. Eine Masche rechts. Dann nach rechts zusammenstricken, das heißt also die zweite ein bisschen auflockern, mit der ersten zusammenstricken. Dann haben wir hier wieder den Umschlag, ja, von der Mitte, von dem Stamm. Machen wieder davor einen Umschlag, eine Masche rechts, wieder einen Umschlag. Die Masche über den Umschlag hier arbeiten wir rechts. Und wir arbeiten nach links zwei zusammen, stricken nach links zwei zusammen, wieder eine Masche rechts und nach rechts zwei Maschen zusammen. Dann haben wir hier wieder, kann man sich so orientieren, den Stamm und davor und danach machen wir einen Umschlag, stricken eine Masche rechts und jetzt, um die Spitze arbeiten zu können, weiter eine Masche abheben, eine Masche rechts und die erste drüber heben, eine Masche rechts und wir stricken jetzt wieder zwei zusammen. Das heißt, von hinten nach durch beide Maschen durch einen Umschlag, den Faden holen. Jetzt kommt ein Umschlag und die letzte Masche rechts. Und die beiden Randmaschen.
Man erkennt also mehr und mehr das Prinzip, dass man einmal hier nach rechts und links zusammenstrickt und um die Spitze zu erhalten, stricken wir hier wieder nach links und nach rechts zusammen, um dann das Muster am Ende so aussehen zu lassen. Es wird also versetzt gearbeitet, indem wir hier die Spitze arbeiten, beginnen wir hier schon mit dem neuen Stamm eines neuen Bäumchens. So, dann jetzt die Rückreihe. Links und rechts die Randmaschen und über alle links stricken. Rechts und links die Randmasche. Die Arbeit drehen. Und wir kommen zur letzten Musterreihe. Also die erste wieder links und die zweite, das sind die Randmaschen. Und wir sehen also hier jetzt die Spitze. Das heißt, wir arbeiten hier wieder den Stamm hoch, also eine Masche rechts, ein Umschlag, die nächsten beiden rechts gestrickt. Und jetzt haben wir hier die Spitze, das heißt also, wir haben drei Maschen, die wir wieder zusammenstricken müssen. Das machen wir wie folgt, indem wir die erste abheben, die zwei zusammenstricken und die erste drüber ziehen. Und somit ist die Spitze fertig. Dann stricken wir wieder die nächsten zwei rechts, sind hier wieder bei dem neuen Bäumchen angelangt, bei dem Stamm. Das heißt also davor ein Umschlag, die Masche rechts, dahinter ein Umschlag und zwei Maschen rechts. Hier ist die Spitze, wieder die erste Masche wie zum Rechtsstricken abheben, die beiden nach rechts zusammenstricken und die erste drüber ziehen. Und das ist die Spitze, die wir dann hier brauchen. Die nächsten beiden stricken wir wieder rechts, ein Umschlag, ein rechts, ein Umschlag, um den Stamm zu haben. Und die nächsten beiden auch wieder rechts, bis wir bei der Spitze hier angelangt sind. Wieder die erste abheben, diese beiden zusammenstricken und die erste drüber ziehen. Und schon haben wir die letzte Spitze. Die Masche über diesen Umschlag stricken wir wieder rechts, machen einen Umschlag und die letzte Masche wird rechts gestrickt. Die beiden Randmaschen dann links und die Rückreihe mit den Randmaschen rechts und links und rechts und dann über alle links. Und wie gesagt, wenn ihr das Muster in Runden strickt, wird die Rückreihe dann auch rechts gestrickt. So, die Arbeit wird gedreht. Und wir sind auch schon am Ende von dem Mustersatz, also von den 12 Reihen. Ich zeige es nochmal. Wir haben hier begonnen. Ganz am Anfang, indem wir zwei Maschen, oder, muss ich hier nochmal gucken, richtig hinlegen, zwei Maschen rechts und zwei zusammengestrickt, das heißt also hier hat das Muster begonnen und wir haben hier eine Rhombe hochgestrickt. Ich habe es versucht als kleines Bäumchen zu erklären, ist vielleicht ein bisschen bildhafter und leichter zu merken. Das heißt also hier in der Mitte ist der Stamm, rechts und links davon
wurden die Umschläge platziert und hier haben wir die Spitze gearbeitet. Bei der Rhombe selbst sieht man also jetzt bis hier oben und wir fangen die zweite Folge an, das heißt also die zweite Musterreihe, und die würde genauso beginnen, indem wir zwei Maschen rechts arbeiten. Ich fange sie mit euch gleich nochmal an, damit ihr das seht. Die Randmasche, und wir haben also arbeiten jetzt wie hier unten am Anfang erst einmal zwei Maschen rechts und diese beiden hier, ich sag mal wieder vor dem Stamm, stricken wir rechts zusammen, machen einen Umschlag, eine Masche rechts, einen Umschlag und zwei nach links zusammen stricken. Das heißt, die ersten nur abheben, die zweite stricken und dann die erste wieder drüber wegheben. So wiederholt sich jetzt das Muster, indem wir jetzt weiter mit drei Maschen rechts, und hier sieht man wieder, über die Spitze fangen wir neu mit einer neuen Rhombe an, das heißt also einem neuen Bäumchen. Wir stricken also hier wieder zwei zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag und zwei nach links zusammen. Und wie hier arbeiten wir jetzt also von dem Bäumchen die Spitze, indem wir hier die rechte Masche stricken und nach rechts zusammenstricken. Ja, so sieht man also schließlich das dann auch hier oben zu der Spitze. Es geschieht also alles im Wechsel und ist eine Folge von Wiederholungen. Das ist das ganze Muster. Vielleicht erleichtert euch das auch nochmal, wenn ihr euch, wie gesagt, erstens so eine Maschenprobe macht, beziehungsweise das Diagramm, was ich am Ende des Videos für euch einblende, damit ihr dann nochmal genau nachlesen könnt oder euch es als Schablone hinlegen könnt, wie ihr das Muster arbeiten könnt. Ich hoffe, meine Anleitung hat euch geholfen, um euch in das Muster hineinzufinden. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren, denn mein nächstes Video wird euch zeigen, wie man diese kleinen Yoga-Socken mit dem Muster strickt und dann das Muster auch in Reihen und in Runden gestrickt wird. Und ich habe hier nochmal eine andere Variante von dem Bündchen gewählt, was ich euch erkläre, denn das sieht so ein bisschen, naja, auch wie eine Borte oder Bordüre aus. Ist auch einfach zu arbeiten, und was man hier machen kann, damit das nicht schnürt, das ist also ein I-Cord gestrickt, und auch die Maschen hier, wie man die aufnimmt, erkläre ich euch dann in dem Video mit der Anleitung zur Fertigung dieser Yoga-Socken. Also bis dahin, ich freue mich, euch dann wiederzusehen, und bleibe mit ganz lieben Grüßen für euch, eure Nadelfee Jasmin.